Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute bin ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da will ich mal gucken, was wir Schönes rausziehen. Ich habe nämlich letzte Woche ein wenig im Plus gespielt, bisschen PvP gespielt, um noch die ein oder anderen Sets fertig zu machen. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Bevor wir loslegen, gucken wir einmal meine Liste. Und zwar haben wir die hier. Ich brauche jetzt aktuell von den Mythic-Sets nicht mehr sonderlich viel. Also ich brauche jetzt zum Beispiel mit dem Hexer noch den Gürtel, mit dem Priester brauche ich einen Gürtel und Schuhe, mit dem Krieger bin ich tatsächlich komplett fertig, ne, da hatte ich jetzt Luck. Dann mit dem Evoker brauche ich noch Schultern, mit dem Hunter brauche ich noch einen Gürtel, dann ja, Monk, Demon Hunter, den Paladin und den Rogue bin ich komplett fertig. Habe ich wirklich alles abgegradet vom Mythic Set. Dann den Todesritter, da brauchen wir noch Gürtel. Beim Magier ebenfalls den Gürtel. Und beim Schamanen brauche ich noch Brust, beziehungsweise ich brauche noch ein paar Tokens zum Upgraden. Also ihr seht, das ist jetzt relativ übersichtlich. Das Problem ist, wenn man nur relativ wenig Items braucht, wird es halt immer schwieriger, da was Vernünftiges zu kriegen. Genau, unten habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen gemarkt, wie viele Marken ich noch brauche. Also das sind jetzt eigentlich auch nicht mehr viele. Bei den meisten Chars habe ich tatsächlich schon genug Marken. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein bei den verschiedenen Charakteren. Aktuell ist ja jetzt heute der Pre-Patch rausgekommen. Und einige Sachen sind noch nicht so ganz am Funktionieren. Viele Klassen muss man neues backen. Ich hoffe jetzt, dass zumindest der Vault klappt. Und ja, gucken wir einfach mal rein, was wir Schickes kriegen. Also beim Hexer, was haben wir gebraucht? Gürtel. Und was habe ich? Ja gut, ich krieg ein Trinket, welches ich nicht brauche. Jetzt bin ich gerade überlegen, braucht der Hexer noch Marken? Theoretisch braucht der Würm Marken. Was habe ich für Trinkets an? Wisst ihr was? Wir nehmen die Marken und holen uns da diese Würmdinger. Sobald ich einen Gürtel krieg, habe ich zumindest genug, um den dann abzugraden. Machen wir das mal so. Das Gute ist, jetzt im Pre-Patch kann man noch ganz normal sein Gear upgraden und hat auch noch die Möglichkeit, im Plus zu spielen, wie ich das gesehen habe. Heißt, jetzt die nächsten paar Wochen habe ich vielleicht noch die Chance, das vollzukriegen. Die PvP-Sets sind raus, aber da bin ich zum Glück tatsächlich auch mit fertig geworden. Deswegen hatte ich jetzt letzte Woche nicht so viel im Plus gespielt und eher versucht, halt die Elite-Sets fertig zu kriegen. Gut, dann war das mit dem Hexer schon mal nichts. Dann würde ich sagen, gucken wir auf den nächsten Char. Als nächstes haben wir dann den Priester. Und ja, ihr seht schon, die Aktionsleiste spinnt aktuell rum und Add-on-Spacken und alles, aber gut. Ne, never play on Patch Day, sagt man so schön. Jetzt guckt man trotzdem mal kurz rein. Und was habe ich hier? Hände. Was hatte ich gebraucht? Ein Gürtel und Schuhe. Also auch das ist leider eine Nullnummer, bringt mir gar nichts. Auch hier nehmen wir jetzt einfach die Marken. Ich brauche nämlich laut meiner Liste da auch noch ein paar. Oh, ich hatte jetzt beim anderen Char das nicht ausgetragen, ne? Wie viel ich habe, dass ich das gleich in meine Liste eintrage. Was haben wir beim Hexer? 49. Dann habe ich da zumindest genug Würmmarken, okay. Und bei dem, ja, tauschen wir es halt auch gleich mal ein. Ich hoffe, dass ich zumindest mit einem Charakter was kriege, ne? Das wäre zumindest gut. So, dann haben wir jetzt mit dem wie viele Würmmarken? 64. Und ich benötige 90, ne, wenn ich halt auf der niedrigsten Stufe die Schuhe oder den Gürtel kriege. Gut, mit dem war es leider auch nichts. Als nächstes haben wir hier den Hunter. Und beim Hunter brauche ich, glaube ich, auch einen Gürtel, oder? Ja, es braucht so gut wie jeder einen Gürtel. Also von den paar Items, die ich offen habe, sind fast alles Gürtel. Gucken wir mal, ob wir bei dem Luck haben. Bei dem hatte ich ein bisschen mehr gemacht, seht ihr. Aber ich sehe schon, es ist kein Gürtel dabei. Ich habe hier aus dem Raid einen Kopf, eine Brust und Hände. Die würden wir zumindest ein T-Mog bringen, so wie ich das hier sehe. Die Hände. Und hier aus dem Plus habe ich eine Brust. Die bringt mir natürlich nichts. Und PvP war ich mit dem auch noch unterwegs. Da hätte ich natürlich auch jeweils ein T-Mog. So, jetzt bin ich am Überlegen. Es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, tatsächlich das PvP-Item zu nehmen. Wobei... Die kriege ich wahrscheinlich dann irgendwann ein Assemble, das muss ich farmen, ne? Tja, aber ich könnte wahrscheinlich hier noch ein extra Ding rauskriegen. Ich muss es mal kurz gucken.
wegen den Sets, ich darf die PvP-Sets immer nicht komplett voll kriegen, sonst kann man dann kein Assemble mehr kaufen, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja, blöderweise ist jetzt durch das Add-on, kann ich jetzt hier nicht switchen, die Sets, ne? Das ist natürlich jetzt blöd, jetzt kann ich mir alle möglichen Sets angucken. Ich sehe jetzt leider nicht, welcher Platz quasi noch offen ist. Ich könnte jetzt hier mal gucken. Nee. Ach, love it. Sonst konntest... Ich weiß jetzt nicht, ob es... Ja, doch, hier kann man noch umschalten, ne? Das geht. Hier kannst du auch umschalten, aber warum geht das bei den PvP-Sets nicht? Natürlich jetzt blöd, jetzt sehe ich das nicht. Weil wenn ich das Set voll mache, dann kannst du das Assemble immer nicht lernen und dementsprechend gucke ich halt, dass ich den Slot offen lasse. Gut, ich hätte jetzt eigentlich ein PvP-Item genommen. Da ich es jetzt aber nicht sehen kann, nehmen wir das hier. Wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn ich jetzt versehentlich das Set voll mache und dann rippe. Oder, warte mal, ach, das Inventar buggt halt auch. Warte, wenn wir das jetzt so machen. Vielleicht, ich könnte vielleicht zurückschließen, wo ich was nicht habe. Na gut, ich habe hier die Schuhe gecraftet. Und einen Umhang habe ich. Heißt, wenn ich den Umhang nehme, könnte ich wahrscheinlich, dürfte ich das Set eigentlich nicht vollkriegen. Habe ich eine Hose? Ich habe eine crafted Hose. Ich nehme den Umhang, damit müsste ich eigentlich safe sein. Weil ich habe ja einen PvP-Umhang an. Okay, Gott sei Dank, okay. Das passt schon mal. Was mir jetzt gerade noch einfällt, mit den Chars, wo ich auch im PvP war, kann ich theoretisch hochfliegen und die Sachen alle in den Katalysator reinhauen. Dann machen wir das gleich mal. Es fühlt sich übelst weird an, jetzt hier mit dieser Rakete zum Beispiel. Mit dem Drachenfliegen, ne? Und noch ein dezent laggy, muss ich sagen, aber das liegt auch wahrscheinlich viel an Addons. So, ich habe nämlich mit dem natürlich einiges von dem PvP-Stuff rumliegen. Und im Endeffekt brauche ich das ja jetzt nicht mehr, ne? Man kriegt ja dann eh mit Dragonflight neues Gear. Jetzt kann ich nur schauen, was ich in den Katalysator packen kann. Und wo ich noch einen T-Mog eventuell rauskriege. Ne, da gibt's nichts. Schauen wir mal alles durch, bevor wir das dann aufräumen. Schau mal hier, die Handgelenke. Die kann ich zum Beispiel schon reinhauen. Vorm Add-on-Release wollte ich dann so ein bisschen den ganzen Käse weghauen. Und dann ist es eigentlich nicht schlecht. Den Umhang, schau mal an, den kann ich sogar auch reinpacken. Gibt es nämlich noch einen T-Mog. Die wird man wahrscheinlich irgendwann eh über die ganzen Assemble kriegen. Aber so kann man jetzt schon mal ein bisschen gucken. Achso, ich habe nicht genug Aufladung, ne? Aber so wie es aussieht, habe ich sonst eh alles. Einmal geguckt. Okay, passt. Gut, dann haben wir zumindest ein paar PvP-Ausrüstungsteile noch T-Mog-technisch bekommen. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So, als nächstes haben wir den Worry. Und ihr seht, es sieht schon fast aus, ob ich den getmoggt habe. Aber nein, habe ich nicht. Der hat einfach nur das komplette Set voll. Heißt, bei dem braucht man tatsächlich jetzt nichts mehr. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal rein. Er müsste einen Vault haben. Und ja, jetzt schauen wir mal. Der hat sogar ziemlich viele Sachen. Also ich habe hier einen Ring und eine Stangenwaffe. Interesting, dass er eine Stangenwaffe drin hat. Der Ring wäre sogar ein gutes Upgrade. Das Trinket ist natürlich schon ziemlich big, muss ich sagen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch einen T-Mog haben. Das Trinket war für meine Caster, glaube ich, immer Biss, ne? Das ist aber tatsächlich auch ein ziemlich gutes für den. Jetzt schauen wir mal, hier müsste ich bestimmt noch PvP-technisch... Ja, ich habe mit dem PvP gemacht, ne? Weil der die Legendary-Waffe hat. Und da hat das einfach ein bisschen mehr Sinn gemacht. Das weiß ich gar nicht, wo habe ich denn die rumliegen? Ja gut, egal. Ah, da ist sie. Und ja, der hat jetzt quasi fast den kompletten Vault ausgefüllt. Da war ich letzte Woche richtig fleißig. Wir nehmen mal ein PvP-Item. Auch hier muss ich wieder gucken. Und zwar, ich darf das Set nicht voll machen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir es vernünftig sehen, wie es aussieht. Ist es denn hier? Okay, da haben wir gar keinen Stress, ne? Ich habe 6 von 9, also da ist eigentlich wurscht, was ich nehme. Also wir nehmen auf jeden Fall ein PvP-Item, obwohl das Trinket schon ziemlich dicke wäre. Also da muss ich sagen, das ist natürlich
5.22, aber egal, Temok geht vor. Ja, ist im Endeffekt wurscht. Warte mal, ich könnte vielleicht gucken, habe ich das eingespeichert? PvP, habe ich dann einen Hang? Ja, okay, anscheinend ist auch das am Backen. Perfekt. Love it. Never play on Patch Day. Ja, so viel dazu. Denkt mal, ich werde mir schon einen Umhang gekauft haben, oder? Ja, dann, wir nehmen jetzt einfach mal die Schuhe und gucken dann, die haben sogar Vermeidung drauf, schon mal an. Nehmen die Schuhe, fliegen hoch und dann schauen wir mal, was wir da noch kriegen. Ah ja, hat schon einen Teil umgezogen, oder? Die Waffe hat er zumindest umgezogen. Aber das restliche Zeug irgendwie nett, also mega komisch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Also klar, mir war schon klar, dass im Endeffekt jetzt im Pre-Patch einige Sachen am Anfang hängen, aber also, dass fast gar nichts geht, finde ich schon ein bisschen krass, ja? Ich habe schon vorhin versucht, hier Shadowlands, ne? Die Raids zu machen, das sollte ja Legacy-Loot-Modus umgestellt worden sein. Tja, ist einfach nicht. Also man kriegt immer noch keinen Loot. Bisschen belastend. Und dieses ganze Warbound-Zeug funktioniert ja leider auch nicht. Auch ein bisschen enttäuschend ist. Also die Bank ist noch zu. Es kann sein, das Video kommt jetzt erst am Donnerstag. Also vielleicht geht es bis dahin schon. Aber jetzt hier am Mittwoch funktioniert nichts, ne? Ich habe ja jetzt die Woche Urlaub genommen. Nicht, weil ich jetzt unbedingt für den Pre-Patch-Urlaub wollte, sondern schlichtweg halt deswegen, weil ich noch ein paar Tage wegbringen wollte. Und bei Release kann ich leider Init nehmen und dementsprechend, ne? Dann nimmst du halt jetzt noch ein bisschen. Kannst du vielleicht wenigstens ein bisschen was im Pre-Patch machen. Aber naja, schwierig. Scheint nicht so viel zu gehen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir noch umwandeln können. Aber ich habe, glaube ich, eh keine Aufladung mehr. Also es sieht schlecht aus an der Stelle. Das haben wir alles umgewandelt. Das hier könnte ich noch umwandeln. Okay, da haben wir noch eins. Müssen wir uns dann eventuell merken, ne, dass ich hier noch ein Item habe. Also ich kann hier noch Handgelenke theoretisch umwandeln. Das müssten wir mal schauen. Okay, jetzt lege ich mal nochmal mein hier an. Jetzt habe ich 500er Item Level, also irgendwas. Shit, vor allem meine ganzen Addons funktionieren nicht gescheit und zeigt das jetzt auch nicht mehr so richtig an. Achso, jetzt hat er PvPG angelegt. Also das ist mega verbuggt. Naja, gut. Da muss ich dann nochmal genauer drüber gucken, sobald quasi dann, ne, hier die Addons und das Zeug wieder funktionieren. So, als nächstes haben wir den Monk. Mit dem bin ich auch schon tutti komplett fertig. Also das Mythic-Set ist einmal done. Jetzt gucken wir bloß rein, vielleicht haben wir noch irgendwas Cooles. Nö, ich habe irgendein Schwert gekriegt. Heißt, jetzt bin ich gerade überlegen, hier brauchen wir auch keine Marken. Ich kann eigentlich das Gold nehmen, ne? Also die Waffe, die bringt mir eigentlich nichts. Gold. Bin ich gerade überlegen. Mit dem habe ich ja auch kein PvP-Gear, heißt, das ganze Zeug habe ich umgewandelt, dann muss ich eigentlich auch nicht hochfliegen. Oder ne, da dürfte eigentlich nichts dabei sein. Gut, dann gucken wir weiter. Als nächstes haben wir hier den Evoker. Und mit dem brauche ich auch noch einen Gürtel, oder? Ne, was brauche ich mit dem? Schultern brauche ich mit dem, genau. Der braucht noch einen Tierslot, also das sollte ich auf jeden Fall vor der Expansion noch fertig kriegen. Ach, ich krieg den Kopf. Jetzt dachte ich mir kurz, ist es die Schulter? Nee, jetzt ist der Kopf. Mit dem war ich auch im PvP unterwegs. Das haben wir hier Schultern, Kopf und Stab. Heißt, ich würde hier alles theoretisch brauchen können. Jetzt muss ich auch hier wieder kurz gucken, wie es unter den Vorlagen aussieht. Es gibt schon echt einen Haufen neue Sets, ne, wenn ich das hier so sehe. Und zwar, ja super, das sehe ich natürlich jetzt hier auch wieder nett, ne? Warum kann ich ihn das jetzt hier nicht mal umschalten? Das ist doch schon mal mega scheiße. Ja, ich sehe jetzt halt leider nicht, was ich noch brauche. Was ich nicht brauche. Ja, gut. Ich
könnte. Ja, obwohl, das Problem ist, selbst wenn ich es jetzt im All of Things nachschaue, das ist ja dritte und vierte Season. Wenn ich mir in der dritten Season ein anderes Slot gekauft habe, dann ist natürlich auch wieder RIP. Ich könnte natürlich die Waffe als Sicherheit nehmen, wisst ihr? Dann verbaue ich mir die Sets nicht, dann kann ich es halt nicht in den Katalysator packen. Was habe ich denn hier? Schultern und Kopf. Komm, ich nehme jetzt einfach die Waffe, wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Kein Bock mehr, ein komplettes Set wieder zu verbauen, ne? Dass wir wieder eins mehr drin haben. Jetzt fliegen wir mit dem auch mal kurz hoch. Und gucken einmal, dass wir die PvP-Set-Sachen noch umwandeln, dass wir das gleich schon mal machen. Beim Worry muss ich mir halt merken, klar, da ist jetzt nur eins offen. Ich hoffe mal, die anderen Klassen kriege ich soweit fertig, ne? Zumindest ist die eine Leiste hier noch drin, ne? Eigentlich müsste ich jetzt halt mit allen Chars hergehen, halt, wo ist das unter Optionen? Und immer hier die Leisten wieder einstellen. Die sind anscheinend bei allen ein bisschen verbuggt. So, jetzt gucken wir mal, was wir umwandeln können. Ah, jetzt ist okay. So viel dazu. Ich habe drei Aufladungen. Jetzt gehen wir mal alles durch. Die Hosen habe ich schon. Den Gürtel kann ich hier umwandeln. Das ist halt auch ein PvP-Item, oder? Ja, Gladiator. Okay, da okay. Haben wir zumindest schon mal eins. Dann die Handgelenke. Und ja, den Stab, das geht natürlich leider nicht. Ne? Die kann man nicht einpacken. Und den Umhang, den kann ich auch. Sind genau die drei Aufladungen. Heißt, wenn ich jetzt die Woche eine Schulter bekomme fürs PvP-Gear, dann geht das leider nicht. Aber gut, spätestens nächste müsste ich ja dann nochmal eine Aufladung kriegen. Juti, dann haben wir den hier auch fertig. Als nächstes haben wir jetzt hier den Demon Hunter. Und auch bei dem ist es eigentlich so, dass der komplett fertig ist mit dem Set. Also der hat die ganzen Sachen. Bedeutet, die Glaive brauchen wir nicht. Auch das können wir jetzt hier einfach ja, für Gold raushauen. Mehr braucht er nicht. Jetzt bin ich gerade überlegen, mit dem hatte ich kein PvP gemacht, oder? Irgendwie, nee, ich weiß gar nicht, Demon Hunter, mit welchem war ich denn da unterwegs? Muss ich mal gucken, bei den ganzen Chars, die ich mittlerweile habe. Halt, nee, jetzt hätte ich fast die Marken gekauft. Wir nehmen natürlich das Gold. Boah, ich hoffe, ich kriege zumindest nur irgendwo einen Slot, ne? Ich sag's euch. Dann haben wir als nächstes noch einen Monk. Und mit dem war ich im PvP unterwegs. Heißt, der müsste da jetzt ein paar Slots haben. Warte mal, jetzt machen wir hier schon mal die Taschen wieder getrennt, dass es klappt. Okay, was habe ich hier? Ich habe einen Kopf und ich habe einmal Schultern. Heißt, eigentlich wäre ich jetzt hier auf den Schultern. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich habe hier quasi keine Set-Schultern. Es kann natürlich jetzt sein, dass ich mir da das Set mit verbaue. Jetzt müssen wir das auch nochmal nachschauen. Wahrscheinlich einmal. Okay. Ich habe 6 von 9, ne? Heißt, wenn ich jetzt einen Slot nehme, das macht überhaupt nichts. Wir nehmen jetzt einfach hier die Schultern, fliegen wieder hoch, packen da mal alles rein. So wie das hier aussieht, hat der sonst eh nichts rumliegen. Also ich kann die Schultern auch direkt anlegen. Die sind so fürs Leveln vom Item-Level höher als diese blauen PvP-Schultern. Der hat eigentlich fast das komplette Set an, oder? Wenn ich jetzt hier so gucke. Ah, ich habe crafted Schuhe, okay. Haben wir da noch 6 Teile? Irgendwie kann das nicht sein. Ah, das ist auch crafted, ne? So wie ich sehe. Okay, also wir haben quasi dann die Schuhe wahrscheinlich gefehlt, die Brust und die Schultern. Jetzt habe ich die Schultern. Jetzt müssten es. Ach, schau mal. Und wenn man ein Teil holt, dann wird das wieder richtig angezeigt. Wenn ich jetzt wieder zurück switch? Nee. Es wird anscheinend immer das Letzte bei den PvP-Dingern angezeigt. Weird. Ja gut, jetzt gucken wir mal. Der müsste eigentlich einige Aufladungen haben. Um noch ein bisschen Thema rauszuholen. Wunderbar. Ich denke mal, die drei können wir hier nur reinpacken. Haben wir zumindest ein bisschen Timok. Wenn wir schon nichts für unser Mythic-Set kriegen. Gut, die Teile. Ja, ist nice to have, dass ich die jetzt hole, ne? Aber im Endeffekt sollten irgendwann während The War Within dann die kaufbaren Sets rauskommen, ne? Also diese Token. Und dann kriegst du die IDs eh alle, also, naja. Aber schon mal ein bisschen früher die zu haben, ist nicht so verkehrt. Gut, dann gucken wir mal weiter.
So, dann haben wir als nächstes den DK. Ich wollte es gerade nochmal auf den Parler einloggen, aber mit dem habe ich die Woche gar nichts gemacht, ne? Da war ich ja schon vorletzte ID fertig, deswegen Paladin für PvE-Set gibt es keinen. Aber jetzt hier, wie gesagt, den DK. Und der braucht, naja, wer hätte es gedacht, noch einen Gürtel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir zumindest mit dem ein bisschen Luck haben. Und dass da mal ein Gürtel drin ist. Komm, gib mir einen Gürtel. Ach, ich hasse dich, Blizzard. Okay, ich habe einen Kopf drin. Dann habe ich aus dem Raid eine Brust, die ich auf jeden Fall brauche. Auch zum Upgraden, einen Ring und Handgelenk. Ja gut, ist ein No-Brainer. Wir nehmen die Brust und ziehen da zwei T-Mox raus. Zumindest schon mal besser als nix, hätte ich gesagt. An den Marken ändert sich ja dann im Endeffekt nichts. Die müsste ich jetzt einfach, halt, jetzt muss man das wieder getrennt machen. PvP habe ich mit dem keinen gemacht. Ja. Dann tun wir das jetzt einfach hier über Flugsteine upgraden auf 4, 5 von 6, ne? Ja. Gut, besser als nix. Zumindest ein T-Mock gekriegt, ne? Aber lieber wäre mir tatsächlich der Gürtel gewesen. Ich sag's euch, wie es ist. So, Dollar. Als nächstes haben wir einen Magier. Und mit dem war ich im PvP unterwegs. Also der müsste hier so ein paar PvP-Sachen haben. Und was ziehen wir raus? Einmal Handgelenke. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich schätze mal, der dürfte jetzt nicht sonderlich viel vom Set haben. 6 von 9. Heißt, die Handgelenke, gut, ist das Einzige, was wir auswählen können. Die nehmen wir einfach. Dann flattern wir nochmal hoch. Das müsste auch der letzte von diesen PvP-Chars sein. Schauen wir mal, was wir da noch so mitnehmen können. Na gut, das ist umgewandelt, das ist umgewandelt, das ist auch umgewandelt. Also es ist eigentlich jetzt nur die Handgelenke, die ich noch umwandeln kann. Also sonderlich viel mehr ist da ja eh nicht. So, da noch einen T-Mock mitnehmen und dann haben wir noch, glaube ich, 3 PvE-Chars. Und ich hoffe, da kriege ich jetzt nur irgendwas raus, ne? Ach, das hatte ich eh schon. Ja gut, nevermind, hatte ich eh schon. So, dann haben wir jetzt hier noch den Schurken. Und beim Schurken brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr. Da hatten wir alles voll. Ach komm, hier kriege ich jetzt den Gürtel, oder? Wollt ihr mich rollen? Ich brauche mit 5 Chars einen Gürtel. Und mit dem, wo ich nichts mehr brauche, kriege ich ihn. Naja gut, jetzt können wir gucken. PvP hatten wir mit dem auch gemacht. Der hat sowohl Schuhe als auch eine Brust. Jetzt linsen wir mal kurz rein, wie es bei dem aussieht. Diesen, okay. 7 von 9 habe ich. Jetzt schauen wir mal, ob... Ah, okay, hier habe ich keine Sets gemacht. Perfekt. Wo habe ich denn das, was ich an PvP gehe? Ist das alles? Ich habe eine Hose. Ach, mit dem habe ich mit PvE-Set gespielt, ne? Ja gut, dann habe ich eh nicht viel zum Umwandeln. Dann können wir eins von den beiden nehmen. Nehmen mal die Brust. Die werde ich wahrscheinlich auf jeden... Also da werde ich, wenn ich es umwandle, auf jeden Fall ein anderes Thema kriegen. Denn es ist so, Season 3 und Season 4 hat ja dasselbe PvP-Set in Anführungszeichen. Also dasselbe Aussehen zumindest. Und dementsprechend, wenn du die Sachen in Katalysator umwandelst, haben die die gleiche ID. Also die Off-Slot-Teile, also hier Schuhe, Handgelenke, Gürtel, Umhang und sowas. Deswegen hat vorher auch bei dem einen Char die Handgelenke, haben kein T-Mock gebracht, weil ich die anscheinend von letzter Season schon hatte. Aber die Set-Teile, die bringen immer neues T-Mock, weil die ja teilweise andere Sets haben, ne? Also, das ist ja unabhängig vom Aussehen, genau. Also, hier kriege ich dann auch nochmal eine neue ID. Dann haben wir hier zumindest das. Und dann müsste es eigentlich jetzt noch der Magier und der Charmy sein. Ich hoffe, die lassen mich nicht in den Stich, ich sag's euch. Als nächstes haben wir noch einen Mage und mit dem war ich jetzt im Plus unterwegs gewesen. Jetzt gucken wir mal, was hat der Schickes drin?
Zwei Slots. Oh, bitte. Gürtel. Ich glaube, der braucht einen Gürtel, ne? Oh boy, wenigstens ein Ding. Muss ich mit dem Magier nicht mehr rumgimpen. Jetzt gucke ich nochmal meinen Sheet. Ich zeig's euch. Ja. Magier, Gürtel. Nice, endlich einen von diesen ganzen Kackgürteln weg. Okay, also den hier nehmen wir auf jeden Fall. Wählen wir den ab und dann den Katalysator. Dann wäre nämlich wieder eine Klasse komplett fertig. Hab dann halt immer ein bisschen mehr Zeit für die anderen, ne? Wenn ich halt eine rauskrieg. Die Woche will ich schon wieder ein paar mehr Keys laufen. In den Raid und so. So, okay. Jetzt müssen wir hier wieder die Taschen klein machen. Also mal gucken. Den können wir jetzt gleich mal anlegen. Raiden wir das einmal ab. Okay, jetzt ist er auf 519. Ich muss die Rakete übrigens rausnehmen als Lieblingsmount. Ich habe das mit allen Chars in der Leiste, ne? Ich habe das ursprünglich mal gemacht, weil es ein Zweisitzer-Mount ist und ich dann meinen anderen Account mitnehmen kann. Aber da muss ich jetzt mal nochmal gucken, wie wir es genau machen. Mit dem normalen Drachenflugmount kannst du das ja auch freischalten. Und ja, ist jetzt halt nicht das specialigste Mount. Vielleicht muss ich mal da gucken, wie ich es noch ein bisschen abändere. So, jetzt gehen wir aber erstmal upgraden. Übrigens, mit dem habe ich sogar was getemockt, ne? Schaut es euch an. So, okay, da haben wir den Gürtel. Ja, hier haben wir noch anderen Stuff, aber das ist eigentlich wurscht. So, jetzt haben wir das Mythic-Set. Wird die komplett fertig. Wunderbar, zumindest eins. Dann können wir das noch eintragen in meine Liste. Und dann sind wir da tatsächlich auch fertig. Habe ich das in der falschen Farbe gemacht? Warte, ich ziehe es euch mal rüber. Das ist quasi Magier auch dann. Ich brauche jetzt quasi noch Hexerpriester, Evoker Hunter, Deka und Schamane. Das sind jetzt halt 4, 6 Klassen, ne? Und mit 7 müsste ich fertig sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt gut, den Schamanen haben wir noch. Den machen wir jetzt noch auf. Mal eventuell ist da ja auch noch was drin. Gut wäre es, wenn die Brust drin wäre. Das wäre richtig, richtig gut. Aber mal gucken. So, dann müssten wir jetzt den letzten Char noch haben. Und zwar den Schamanen. Jetzt drückt mir alle kräftig die Daumen, dass ich noch eine Brust hier kriege. Und... Oh, da sehe ich eine Brust. Nice. Okay, das ist schon mal sehr gut. Also jetzt haben wir einen Hals, Finger. Das Ding, ne? Wäre halt mega gut mit Movement Speed, der Bissring. Aber ich habe sogar zwei Brüste hier. Das ist ja, ich sehe es gerade, das ist die Z-Brust und das ist die Non-Z. Aber wir nehmen die Non-Z, die kann ich ja umwandeln, ne? Machen wir das mal so. Dann haben wir hier, haben wir sogar drei T-Mox aus dem Ganzen rausgezogen. Also, das haben wir jetzt einmal. Das lief jetzt richtig, richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Mal, dann können wir einmal... wo haben wir sie? Ah, da haben wir sie. Können wir jetzt nur upgraden? Ah, ich habe nicht genug Marken. Ah, das ist natürlich blöd. Ich muss noch ein bisschen M-Plus spielen, mit dem sehe ich gerade... gut, ich muss dann die Brust hier, warte mal, sonst habe ich 4er Z-Bonus, oder? Ja. Ich muss quasi die Brust einmal noch upgraden und den, was war denn das, das andere, den Umhang, ne, den muss ich auch noch upgraden, dann kann ich es in den Katalysator packen, halt, das war jetzt die falsche. Heißt, ich brauche jetzt noch 30 Marken und dann bin ich mit dem Charmy fertig. 12 habe ich eh, heißt einen In-Time und einen... Wobei, nee, ich muss eigentlich zwei In-Time-Keys laufen, ne? Das ist langt. Aber sonst wäre der Schami durch. Warte mal, jetzt können wir das mal eintragen. Meine Liste. Ich gucke jetzt mal schnell nur, wie viel Charges ich habe. Nicht, dass wir da nicht genug haben. Aber sollte eigentlich passen soweit. Oh, ich habe auch noch einen Kopf. Ah, den habe ich vergessen abzugraden. Da muss man jetzt nach Länder mal unterschauen. Warte, wenn ich den jetzt hier reinpacke. 5 habe ich, okay. Also das sieht ja schon mal gut aus.
mal gut aus. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also mit dem Shami habe ich jetzt quasi zwei Items, die ich nur upgraden muss. Dann habe ich jetzt eigentlich, was Tiersets angeht, nur noch den Evoker. Warte mal, ich mache jetzt mal Autoflug hier runter, dann ziehen wir das mal rüber. Also die beiden, da muss ich nur noch Marken farmen. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch mit dem Evoker ein Tierset. Na? Und sonst sind es nur noch Off-Slots, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Es sind halt vier Gürtel und einmal Schuhe, ne? Also fünf Off-Slots und hier ein sechstes Teil. Ja, sechs Items, das geht eigentlich echt fit. Das geht eigentlich echt fit. Okay. Gut, jetzt graden wir das eine Teil noch ab, das ich da aus dem Raid habe. Das habe ich anscheinend komplett übersehen, weil Kopf ja für mich jetzt nicht so interessant ist, ne? Aber klar, das bringt ja an sich ein T-Mog. Damit müsste ich eigentlich nur, ja genau, die Flugsteine zahlen. Hat sogar eine Movement Speed drauf, ne? Also theoretisch wäre es sogar besser als der Kopf, wenn ich ihn umwandeln würde. Aber gut, jetzt fliege ich nicht nochmal auf. Das können wir ja dann machen, wenn ich genug Marken mit dem anderen Zeug gefarmt habe. Yuji, dann war es ja hinten raus doch noch halbwegs erfolgreich. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart beim kleinen Opening-Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Seid ihr auch noch dran, die Sets zu vervollständigen? Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns sonst beim nächsten Video. Euer Tila, bis dahin. Ciao.